es zu probieren? Oh, jetzt muss ich mit einer Puppe üben. Das wäre wundervoll. Wirke all deine Zauber, bevor die Puppe landet. Weil die anderen gekreuzten Stäbe können ja nicht mehr. Sag mir einfach Bescheid. Greift die mich auch an? Levioso. Das war interessant. Oh, das war falsch. Das muss ich machen. Geht nicht auf. Was ist das denn für Zeichen? Und jetzt? Dann beim nächsten Mal. Was soll ich denn machen? Okay. 1, 2, 3, 4. Sehr gut gemacht. Mhm. Next. 1, 2, 3, 4. Gut so. Ja, habe ich erst nicht verstanden, aber es stand da unten. Schieße die Zauberkombination ab, ohne dass die Puppe zu Boden fällt. Easy Clap. Ausgezeichnet. Genug geübt, würde ich sagen. Du hast dich gut geschlagen. Ja. Danke, Lucan. Ich hätte gerne ein Abzeichen. Ich finde, man erkennt seine Schwächen besser beim Üben als im Duell. Ich hätte gerne so ein Abzeichen mit so zwei Stäben, die so gekreuzt sind. Aufgabe erledigt. Oh, ich liebe ja diesen Vorplatz. Das sieht so schön aus. Achso, jetzt muss ich wieder zurück. Also das Tutorial geht wirklich sehr, sehr lange in dem Spiel, muss man sagen. Ich bleibe wohl lieber bei Tränken. Schubs dich. Gibt's zum nächsten Geburtstag? Einfach so ein Abzeichen mit so zwei gekreuzten Stäben. Oh, zack, da war die Wand. Schon nice. Ich habe gestern übrigens schon mein Geburtstagsgeschenk bekommen. Weil Philipp meint, ich habe ja bald Geburtstag. Ich meine, ich habe erst Mitte Mai, aber das ist schon in Ordnung. Wir gehen Ende Februar nochmal ins Harry Potter Theater. Das war richtig süß. Das war wirklich sehr, sehr süß. Ich habe mich sehr, sehr darüber gefreut. Ich sage ja immer, Reisen erweitert enorm. Weil ich habe damit auch überhaupt nicht gerechnet. Er hat mir das Paket, hat er mir morgens irgendwie da hingelegt und meinte, ja, ist dein Geburtstagsgeschenk. Und dann hat er sich extra einen halben Tag freigenommen, damit ich das mit ihm zusammen abends dann auspacken kann, weil er wollte es unbedingt, dass ich das auspacke, wenn ich Hogwarts Legacy spiele. Ich hoffe, Mr. Brattleby konnte Sie unterbringen und dass Sie erfolgreich in Ihren... Ja, komm. Ich habe Ihre Aufgaben alle erledigt, Professor Hackett. Schön. Dann sollten Sie nun bereit sein, Incendio zu lernen. Ja. Sollte, Professor? Ja. Leider habe ich genug unvorsichtige Kollegen im St. Mungo-Hospital besucht, um zu wissen, dass Feuer ein launischer Diener ist. Ihre Zauberkunst hat mich bisher beeindruckt. Aber konzentrieren Sie sich bitte. Es wäre mir lieb, die Lektion ohne brennende Roben zu beenden. Ich fackel die Zauberstäbe an. Die Zauberstabbewegungen sind entscheidend. Mhm. Konzentration und halten Sie den Zauberstab ruhig. Wenn man Single sein solltest, melde dich bitte. Ja, also, dass er mal wieder Single wird, das glaube ich nicht. Gut gemacht. Tja, aber wenn ihr irgendwie Tipps braucht oder so, dann fragt ihn. Das Incendio machen wir mal nach unten, weil Reparo brauche ich jetzt eigentlich erstmal nicht. Das? Oh, Alohomora kriege ich noch. Umpletivitus Totalus. Okay, alte Magie. Alte Magiewurf, ja. Aber jetzt schon krass, ich weiß nicht mehr, was ich mir wünsche. Aber nice, das ist wieder in Hamburg. Genau, das könnte eher noch als Weihnachtsgeschenk durchgehen. Ja, das stimmt. Ja, er meinte, er möchte
mir jetzt schon, weil halt das so passend ist mit Hogwarts Legacy und so. Boah, wir kriegen einfach Avada Kedavra, Crucio und Imperio. Es ist so geil. Kann ich jetzt einfach Incendio? Kann ich einfach was anzünden? Incendio! Jetzt hat ja alles getroffen, nur nicht das, was ich treffen wollte. Das ist ein schwerer Schadenzauber, der zerstörerische Flammen. Sie werden besser. Bleiben Sie dran. Und versuchen Sie, sich nicht zu verbrennen. Levioso. Incendio. Boah, ist schon geil. Ja, geilo. Easy peasy. Hier wieder runter. Und ich habe einen Slytherin-Mantel bekommen, aber den müssen wir nochmal zurückschicken. Den hätte ich nämlich doch nochmal eine Nummer größer. Also ich habe den NS, aber ja, der geht halt vorne nicht, also in der Partie geht der nicht zu. Deswegen dann glaube ich doch lieber nochmal eine Nummer größer. Wie es halt manchmal so ist. Aber du kennst ja das Problem. Also Leon. Ja, es ist richtig cool. Ich habe mich gestern sehr darüber gefreut. Ich freue mich auch immer noch. Wo ist er denn? Warten. Das ist ja doof. Guck mal, ich esse hier die unsere... wieso habe ich denn auf den Boden gewartet? Was ist das? Der Front. ich hänge fest. Hier diese... Die kennst du doch noch. Diese Mint-Schoko-Bonbon-Dinger. Hat mir meine Mama zu Weihnachten, glaube ich, geschenkt. War das zu Weihnachten? Ich weiß nicht. Schon alles so ewig her. Hallo, Sir. Es freut Sie sicher, dass ich mit Professor Hackett meine Verteidigungszauber geübt habe. Ich muss jedes Mal an dich denken, ja, wenn ich die Bonbons esse. Sie sagte, dass Sie Ihren Zauberstab sehr gut im Griff haben. Sie müssen weiter mit ihr und den anderen Professoren an ihren Fähigkeiten arbeiten. Dennoch möchte ich unseren Besuch in der Bibliothek nicht weiter verschieben. Oh, ich habe gar nichts mehr zu trinken. Ja, ich muss gleich mal kurz was holen. Fick! Es gibt Arbeit. Fick! Los! Professor Black, ich habe bei den Riesenbonbons hier. Auf unbestimmte Zeit, wie Ihre Schülerin. Jedes Mal. Ich hätte gedacht, dass Sie nach all dem Ärger wegen Osric gerne Wiedergutmachung leisten wollen. Ja, hast du den, ne? Mein Büro. 5 Minuten. Wenn ich Avada Kedavra kann, ne, der kriegt als erstes aber eine Schelle. Der Mann ist ein Ärgernis. Leider muss unser Ausflug in die verbotene Abteilung noch ein bisschen warten. Aber Professor... Wir haben keine Wahl. Es wäre unklug, unseren illustren Schulleiter weiter zu provozieren. Ich suche sie auf, wenn ich das hinter mir habe, was ich ertragen muss. Der arme Fick. Der ist auch noch sein Chef. Der muss aber einiges ertragen. Oh, da kann auch noch was looten. Revelio. Sebastian hat doch die verbotene Abteilung erwähnt. Vielleicht hat er ja eine Idee. Was ist das? Kann ich das ausmachen? Was haben wir denn noch so für Zauber? Glacius friert Leute ein. Arresto Momentum. Transformation. Verwandelt Objekte und Gegner in alternative Formen. Oh, Flipendo. Den Zauberspruch habe ich das letzte Mal, glaube ich, irgendwie auf dem Spiel von der PlayStation 2 gesehen oder so. Descendo. Oh, Depulso. Ja, ich bin. Confringo, ein Blitz mit großer Reichweite. Die Findo fügt Objekten und Gegner aus der Ferne einen Hieb zu. Ach, Expelliarmus natürlich. Das Bombarder, da freue ich mich auch schon drauf. Ich kann mich unsichtbar machen. Das ist auch cool. Wingardium Leviosa. Hä?
Also ist Wingardium Leviosa und Levioso sind zwei unterschiedliche Dinge. Lässt Objekte und Gegner schweben, nützlich sowohl zum Lösen von Rätseln als auch zum Überraschen. Was ist dann Wingardium Leviosa? Ich dachte, das ist das Gleiche. Lässt bewegliche Objekte schweben und kontrolliert sie. Kontrolle die Position mit deinen Bewegungen und nutze bla, um die Distanz und Rotation. Achso, okay, dann kann ich selber halt. Ich dachte echt, Levioso ist ein Übersetzungsfehler oder so und. Ja, naja. Beschwörungszauber beschwört Gegenstände aus dem Nix, wenn im Raum der Wünsche gewirkt. Änderungszauber, ja, das sind dann die ganzen Sachen, die man halt später dann für das Haus braucht. Also ich hab halt später im Spiel kriegt man so ein Haus, das man halt selber gestalten kann und so. Das ist schon echt geil. Sebastian! Wo bist du? Ach, da ist er ja schon. Wo ist er denn drauf getreten? Sebastian, da bist du. Da bist du ja. Du hast mir eine Erklärung für den Vorfall in den drei Besen versprochen. Victor Rookwood interessiert sich nicht für viele Schüler. Was hat es damit auf sich? Er arbeitet wohl mit Renrock zusammen. Will was, das ich bei Gringotts gefunden habe. Renrock? Wann warst du denn bei Gringotts? Professor Fig und ich landeten dort nach dem Drachenangriff. Ziemlich gute Geschichte. Fig und der Portschlüssel... Ein Portschlüssel? Nach Gringotts? Ich verstehe gar nichts. Ja, dann hören wir doch mal zu. Ich komme auch kaum mit und ich war dabei. Jedenfalls haben wir in einem alten Verlies eine Karte gefunden. Sie führt zur verbotenen Abteilung. Das ist nicht dein Ernst. Aha. Oh, doch. Professor Fig bestand darauf, dass ich niemandem davon erzähle. Ich habe wahrscheinlich schon zu viel gesagt. Verstehe. Dein Geheimnis ist bei mir sicher, was es auch ist. Danke, Sebastian. Du sagtest, man müsse schlau genug sein, um in der verbotenen Abteilung nicht erwischt zu werden. Das bin ich auch. Triff mich heute Abend vor der Bibliothek und sag's niemandem. Aha, unser erstes Date. Was, wenn man uns in der verbotenen Abteilung erwischt? Wir müssten nachsitzen. Lass dir vor allem eins gesagt sein. Meide Peeves, den Poltergeist, unter allen Umständen. Also der ist neben der mutwilligen Zerstörung von Schuleigentum ist ihm nichts lieber, als Schüler wie uns zu verpetzen. Muss ich mir Sorgen um die Bibliothekarin machen? Madame Scribner toleriert keine Heimlichkeiten inmitten ihrer wertvollen Bücher. Also solltest du zusehen, dass du ihr aus dem Weg gehst. Oh je, je. Sie und ich haben unsere eigene Geschichte, aber ich kann mich gegen sie behaupten. Du vielleicht nicht. Aha. Zieh mal gleich deinen Stab raus. Danke, Sebastian. Bis später dann. Ja, wir springen zum Abend. Triff dich abends in der Haupthalle mit Sebastian. Ich sag was. Oh, die Musik. Ach. Komm, das sieht schon romantisch aus. Wie er da so wartet. Die Beine so ein bisschen überschlagen. Das hört sich alles so falsch an. Und ich meine, ich kann auch einfach mal diesen Moment nutzen. Ich habe neue Klamotten. Oh, das könnte ja sogar nur Titanic-Moment. Den hatte ich schon einmal im Slytherin-Gemeinschaftsraum. Oha! Oh, das sieht ja voll geil aus. Scheiße. Eigentlich wollte ich den jetzt hier machen, den Move. Ich kann mich nicht nackig machen. Aber das sieht ja schön aus. Das lasse ich an. Geil, jetzt habe ich mich auch noch richtig rausgeputzt. Und jetzt... Sebastian! Zeitlupen-Moment. Tribute vom Panem. Ja, ich kann halt leider auch nicht so schön die Treppe runterlaufen, aber... Musstest du lange auf mich warten? Lass das Film nicht sehen, was hier passiert. Das ist ein Roleplay. Das ist die Tür, zu der wir müssen. Und diese lästigen Vertrauensschüler würden uns nur zu gerne bei Scribner verpetzen. Sie dürfen uns also nicht sehen. Verstanden? Ich kann leise sein. Na los. Einen Moment. Es gibt da einen Zauberspruch, den du kennen solltest. Den Desillusionierungszauber. Oh, ich kann mich unsichtbar machen. Um an verbotene Orte zu kommen. Ja. Sprich ihn und du wirst als kaum mehr als ein Lichtspiel erscheinen. Jedenfalls, solange du auf Abstand bleibst und still bist. Du meinst, ich kann mich wirklich unsichtbar machen?
So in etwa. Ist nicht so narrensicher wie ein Tarnumhang, aber die sind teuer und Zaubersprüche, die sind gratis. Geil! Probier ihn doch mal. Eigentlich ein japanisches Dating-Game. Oh Gott. Das war aber knapp. Setz dir eine Tüte auf den Kopf. Damit die mich nicht sehen. Nutze Desillusionierung, um in verbotenen Bereichen nicht entdeckt zu werden. Wie mache ich das denn? Revelio. Ne, das war falsch. Welcher ist denn das nochmal? Der hier? Ja. Ja, den packen wir erstmal hier hin, weil gerade brauche ich den Incendio-Spruch noch nicht. Das wäre jetzt schlecht. Oh. Nahe Gegner spüren und untersuchen vielleicht die zweiten, wenn du... Ja, wir gehen nochmal zurück. Ich werde leiser sein als ein Jobbernoll. Das war gerade knapp. Das Ding ist ja, sogar er sieht halt aus, als hätte er eine Tüte auf dem Kopf. Du hättest mir lieber aus dem Weg. Hä? Wie hat er mich denn jetzt gefunden, oder sie? Was ist das denn? Was ist das denn jetzt für ein Kack? Als wäre ich richtig heftig gestorben. So richtig der Todesbildschirm kam gerade auf. Okay, dann müssen wir das Ganze nochmal machen. Still wie ein Grab. Ja, ich bin doch so leise. Muss ich dann stehen bleiben? Vielleicht hätte ich doch Incendio weiter benutzen sollen. Vielleicht wäre die Tüte doch besser gewesen. Diese scheiß Schulleute hier. Ach, wie heißen die nochmal? Wie hier Percy. Was war denn Percy nochmal? Ah. Schulsprecher oder so. Was muss ich denn machen, wenn er mich sieht? Vertrauensschüler. Ja, das Wort habe ich gesucht. Bitte nicht bummeln. Was muss ich denn machen, wenn das Fragezeichen kommt? Avada Kedavra. Niemand darf uns sehen. Was hat sich gerade richtig gruselig angehört? Schulsprecher. Ja, ihr wisst, was ich meine. Lass mich durch. Ich bin Vertrauensschüler. Aber ich muss das Minecraft-Ding noch da rausnehmen aus dem... Der schmierigste Weasley, ich sag's dir, er ist so widerlich. So, als ob ich sie nicht sehe. Psst. Ich hab Percy so gehasst. Und teilweise tat er mir sogar leid. Aber ich hab ihn so gehasst. Ja, und das haben die natürlich jetzt nicht mitbekommen, dass da die Tür aufgegangen ist, ne? Mist, die Bibliothekarin ist noch da. Schnell, hinters Regal. Ich bin doch unsichtbar. Mist. Sollte die Bibliothekarin nicht längst weg sein? Ich sagte normalerweise, aber das macht nichts. Siehst du ihren Tisch hinter mir? Dass sie uns nicht mitkriegt. Der Schlüssel ist in der Schublade des Schreibtischs. Also, folgender Plan. Ich locke sie mit einer Ablenkung weg. Du schnappst jetzt dir den Schlüssel. Geschält. Ich treffe dich dann vor der verbotenen Abteilung. Okay. Percy hat richtig seinen Hintern hingegeben für andere Autoritäten. Ja, das ist halt richtig heftig gewesen. Und er hat einfach alle seine Freunde verraten und seine eigene Familie. Also, es ist schon... Ja. Du lenkst ab, ich hol den Schlüssel. Verstanden. Ich sagte ja, ich bring dich rein. Und ich halte mein Wort. Vertrau mir. Ja. Love Story.
da komme ich gar nicht lang. Ist da jemand? Sind Sie das, Peeves? Oh Gott, warum kommt die denn auf mich zu? Miau. Das war ja easy. Also es war ja jetzt echt nicht so schwer. Das war doch gar nicht so schwer. Ja. Jetzt muss ich nur das Buch finden. Hm, das sieht doch gut aus. Wie stelle ich mich denn hin? Kann ich gar nicht. Ja, wenn man schon mal in der verbotenen Abteilung ist, dann muss man ja auch immer ein bisschen durchgucken, ne? Revelio. Oh, echt, Safety kommt hier gleich mit rein. Ich sag's euch. Es ist Eden. Interagiert. Ach, das ist verzaubert und sieht nur nützlich aus. Hat mich zweimal getäuscht. Beurteile ein Buch nie nach seinem Einband. Vor allem zweimal. Er ist aber zweimal drauf reingefallen. Dein Charakter ist also mit Lupin verwandt. Ja. Ich, bin mit Lupin verwandt. Ich wusste auch nicht, welchen Nachnamen ich nehmen soll, aber da Lupin einer meiner absoluten Lieblingscharaktere ist und ich nicht ein Weasley sein wollte oder ein Malfoy oder so, habe ich mich dann für Lupin entschieden. Nutze den Basiszauber, während du dich versteckst, um Autoritätspersonen und Gegner dorthin zu locken, wo sie haben möchtest. Zielmodus verleiht dir mehr präzisere... Okay. Ja, hast du dich denn genannt, Leon? Geist, sei vorsichtig. Ein Geister, Supi. Ich habe eben noch gesagt, das ist ja noch ganz einfach. Gehen wir mal ganz schnell da durch. Ja, es hat nicht geklappt. War da genau. Oh Gott, da kommt die von hinten. Schnell, 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 schnell. Die Luft ist jetzt. Nicht mehr herumschleichen. Doch. Ich bin auch mit einem größeren Zauberer verwandt. Gilderoy Cockhart. Warum wundert mich das nicht? Also, wonach suchst du eigentlich? Gilderoy Cockhart. Ich suche ein Heilmittel für meine Zwillingsschwester, damit sie zurück nach Hogwarts kann. Da ihr bei Merlin alle anderen aufgegeben haben. Warum glaubst du, dass du in der verbotenen Abteilung ein Heilmittel findest? Hat die Schulheilerin nichts, das Anne helfen kann? Nein, wir haben alles probiert, von Schwester Blaney bis zum St. Mungo. Aber ich kann alleine suchen. Mach dir keine Gedanken. Konzentrieren Nein. wir uns auf das, was du suchst. Ich helfe dir. Und das wäre Sebastian. Was, genau? Weiß ich das mir selber ich nicht. Heraus. Gib dich nicht so geheimnisvoll. Kann ich hier jetzt so rumlaufen? Oder? Ja, ne? Ich werde leiser sein als ein Jobbernoll. Es hat so vibriert, deswegen habe ich mich erschreckt. Aber ich glaube, hier ist nichts mehr. Oh, ist das süß! Oh, wie süß. Aber jetzt weiß ich, wie ich die öffnen kann. Geheimnisse der dunkelsten Künste. Beeindruckend. Ach, ist das cool. Ich würde doch gerne wissen, was es hier mit diesen Affendingern auf sich hat. Die stehen ja auch überall. Ich weiß ja gerade nicht mehr, wie die Viecher heißen. Hier ist ein Pixie drin. Gilderoy Cockhart finde ich richtig gut. Jumine, was ist da?
Hat keiner mitbekommen. Peeves, oh mein Gott! Christian Cello und seine neue kleine Klette erkunden Orte, an denen sie nicht sein. Er ist meine kleine Klette. Ungezogen und bald aufgeflogen. Peeves, wag es. Das ist jetzt aber nicht so gut. Ah, verfluchter Peeves. Ich muss ihn aufhalten oder mir wenigstens eine gute Ausrede überlegen. Warte, ich will nicht, dass du meinetwegen Ärger kriegst. Ich habe ein gutes Händchen mit den Lehrkräften, wenn es um Strafen geht. Außerdem, ich mag Freunde, die in meiner Schuld stehen. Ja, super. Jetzt geh. Viel Glück bei der Suche. Oh, ist er süß. Na gut. Wo ist der verdammte Poltergeist hin? Oh, jetzt bin ich alleine. Ich weiß, mit welchem Zauber ich die Rüstung repariere. Ja, mit Incendio. Welches brauche ich denn jetzt gerade nicht? Das? Reparo. Schon cool. Deine Ausrüstungsplätze sind voll. Du kannst über Ausrüstung bei Verkäufern in Hogsmeade oder in Dörfern verkaufen. Aha, okay. Ich nehme mal gerade auf die Ausrüstung drauf. Kann ich mir denn irgendwas anziehen, sodass das irgendwie so ein hässlicher Pullover? Also das muss ich sagen, sieht schon ziemlich cool aus. Das lasse ich erstmal an. Oh, Verteidigung. Ach nee, Verteidigung 13. Ich wollte gerade schon sagen. Das hat Verteidigung 15, ein Pullover und so eine Gammelhose. Das ist eine Rüstung. Halt hier noch einen Umhang drüber? Jo. Ja, den Umhang mache ich auch noch drüber. Ich schütze mich jetzt auch nochmal ins Game, um meinen Urgroßonkel, der größte Zauberer aller Zeit, stolz zu machen. Viel Spaß mit Gilderoy Cockhart. Viel Spaß beim Spiel. See you later. Danke, dass du da warst. Und danke nochmal für die Story heute. Suche nach den Versteckten. Wir müssen ja. Blablub. Ja, danke schön für den Lurk. Boah, es sieht hier aber aus, als müsste ich hier gleich richtig heftig kämpfen. Ich nehme mir schon mal Incendio. Ich sehe noch, was für Schundtaten du da verrichtest. Ich mach gar nichts. Incendio. Ah, ich dachte, ich kann es anzünden. Natürlich. Spuren alter Magie. Dieser Raum verbirgt noch etwas. Was ist das? Ui. Oh, sieht das geil aus. Velio. Hammer. Nein, meine Ausrüstung. Ich muss hier was wegschmeißen. Hier diese hässlichen Brillen. Die sieht cool aus. Die ist auch cool. Kann ich die wegwerfen? Hier, die ist hässlich. Ablegen. Sie wohin? Athenum?
Das erinnert mich teilweise so an Tomb Raider. Ach hier. Hier so. Ortega. Lumos. Incendio. Was mache ich denn jetzt? Ah, ich muss die Rune dort drüben erwecken. Erwecke! Levioso. Ja, wie erwecken wir die denn jetzt? Was habe ich denn noch für einen Zauber? Reparo, Lumos. Revelio. Mit Revelio? Ob ich die Rune mit einem Zauber treffen kann? Ach hier. Revelio. Also ich kann es halt nur aktivieren. Toilettenspülung was? Freies Ziel. Achso, habe ich sie nicht getroffen? Incendio. Also mein Incendio kommt da nicht. Zauber treffen kann? Accio. Lumos. Incendio. Revelio. Ich habe ja auch noch meinen Standardzauber. Da hast du recht. Ja. Den vergesse ich immer. Den Basiszauber. Voll dumm. Manchmal ist es so einfach, es stimmt. Deshalb bist du ja bei Silver und ich und nicht bei Ravenclaw. Ja, ich habe da jetzt nicht so weit drüber nachgedacht. Ja, sowas kann man nur von einem Ravenclaw kommen. Entschuldigung, ich als Hufflepuff kann darüber lachen. Ja, ein richtiger Hufflepuff. Das war ja klar. Oh, what? Das sind Wachen. Ja, easy. Das lassen sie sich gerade gucken. Oh je, wie nee. Was war das? Was hab ich denn gemacht? Oh! Ich meine, es ist so einfach, stimmt. Oh, wie dumm. Gott, oh Gott. So ganz komische Geräusche hier.